Hey meine Rabauken und herzlich willkommen in der heutigen Episode werden wir verschiedene Superkräfte von Erzen aktivieren. Je besser das Erz, desto heftiger die Superfähigkeit. Am Ende natürlich Netherite, wir beginnen mit Kohle und so weiter und so weiter. Mit dabei ist Austin Erlinski. Moinski! Moin. Leute, erstmal muss ich hier die Schmiede looten und gucken, was wir hier für geiles Zeug rauskriegen. Ey, die Kiste ist leer! Hast du die schon gelootet? Nee, ich habe gar nichts gemacht. Kannst du die Kiste auch leer sein? Das ist ja eine ganz maue Nummer, ey. Guti, wir brauchen. Der Eisengolem nur zwei Eisen. Gibt es hier einen Eisengolem? Weiß ich nicht. Wir brauchen Kohle. Wir gehen ja mit Kohle, wir brauchen sehr viel Kohle. Okay, wir brauchen einen Campfire und einen Ofen und Kohle. Und, also warte, das wird jetzt so cool. Jetzt habe ich nämlich gleich zwei Ofen? Fliegen mit. Brauchen wir nicht ein Lagerfeuer? Nee, beides, wir brauchen beides. Aber wann brauchen wir dann auch einen Ofen? Ja, so, beides. Ja. Okay, okay. Um die Kohle zu aktivieren, die Superfähigkeit, brauchen wir quasi die Double Smelting Power. Das heißt nicht nur im Ofen, sondern der Ofen selbst muss auch heiß sein. Das ist eine ganz klare Nummer, Edina. Hier ist Gold. Ja. Oh, lol. Man könnte denken, ich habe die Erze multipliziert. Und das ist auch der Fall. Ja, wir werden noch sehr viel, also Kohle geht ja noch. Man braucht, also je stärker das Erz, desto mehr braucht man auch davon. Also wir brauchen zum Beispiel mehrere Diamantblöcke. Das ist natürlich in der normalen Welt sehr schwer erspielbar. Lasst ein Like da. Und ein Abo. Und ein Abonnement. Mann, ich habe hier alles, ey, Eisen, Redstone, aber nicht aber das. Aber keine was. Kohle. Ah, hab Kohle, ganz gar keine. Jo, Diamanten. Okay. Ich hätte mir vielleicht erstmal eine Steinspitzhacke machen sollen, egal. Man braucht, wie viel, Double Diamanten. Wie viel braucht, man braucht, glaube ich, zwei Steinkohle. Ach, ich glaube, man braucht gar keine Kohle für ein Lagerfeuer, man braucht Steinkohle. Egal, ein Kohle hätte man. Eher Holzkohle? Heißt das hier Holzkohle? Holzkohle, Steinkohle, Eisenkohle ist doch alles dasselbe. Sonnenblumenkohle, Kuhkohle, Schweinkohle. Hast du schon mal Sonnenblumen gebraten? Das ist eine Delikatesse. Nee. Oh, hast du das schon mal gemacht? Nö, hab ich mir auch gerade ausgedacht. Ach so, lol. Oh mein Gott, ich habe Diamanten gefunden. Was ein Zufall. Bergbank, bumm. Zack, zack, kacke. Man müsste so ein, weißt du, was geil wäre? So ein zweites Crafting-Feld, wo man so nebenbei Sachen machen kann, wie Sticks oder so, weil das vergisst man immer. Lagerfeuer. Lagerfeuer. Bumm. Darauf jetzt ein Ofen. Bumm. Und jetzt da irgendwie ein Kohle hindroppen oder so, wenn ich es richtig verstanden habe. Okay, das hat schon mal nicht geklappt. Ah, oh ja, Alter. Ha. Oh, ein Kohlemotor. Oh. Boom. Oh. Hier haben wir jetzt alle. Oh, okay. Diese besondere Fähigkeit haben wir jetzt aktiviert. Und zwar haben wir jetzt einen Räucherofen, einen Ofen und einen Schmelzofen. Also egal, ob wir Futter, Erze, alles am Start. Und das Geile ist, wir haben auch direkt 200 Burns drin, weil wir zwei Lava-Eimer drin haben. Richtig gut. Das ist auf jeden Fall. Hier kann ich das nicht reintun. Hier müssen Erze rein, okay. Aber wenn sie doppelt so schnell gewesen wäre auch noch geil gewesen. Aber man kann ja, glaube ich, nicht alles haben. So. Apfel. Hier lassen wir jetzt unser Essen burnen. Als nächstes Eisen. Wir brauchen Eisen. Ich müsste mir mal auch starten. Wie viel Eisen? Gibt es da eine Anzahl? Pi mal Daumen. Na, so 100. Also was für wenn ich jetzt diesem Eisengolem das hier gebe. Ah, ups. Ja. Der hat was gedroppt. Ja, pass mal auf, was jetzt passiert, Elina. Oh. Bist du ready? Ja. Ui. Damit haben wir nicht nur eine absolut krank geile Armee uns aufgebaut, wir haben natürlich auch super viel Eisen. Okay. Oh, warte mal. Aber wenn wir einen angreifen, greifen wir uns dann nicht alle an? Ja, dann greifen nicht sowas von alle an. Aber warte mal, chill nochmal, greif die mal. Ist da eine zweite Schmiede? Ah, nee, das ist ein Problem. Warte. Ich habe jetzt hier so einen Plan, ey. Unendlicher Eisenhack ist jetzt hier am Start. Mhm. Okay. Ach, du holst dir jetzt noch eine Poppy. Was heißt eine? Ich habe sechs. Ho! So, pass auf hier, so. Jetzt droppen wir die einfach alle hin. Zack, 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 zack. Alter. Okay, boom, 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 boom. Hä? Ach, man kann immer nur eine Armee haben. Da wurde eine Sicherheit eingebaut, Edina. Ach so. Weißt du, wenn ich ein bisschen weiter weggehe? Hier jetzt so vielleicht? Kann ich vielleicht noch eine machen? Ah, vielleicht das bin ich noch clean, warte. Das kann... Ey! Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab Lina. Gar... Ich hab wirklich...
Ja, das wäre ich jetzt ein Angriff. Nee, das ist keine gute Idee, glaube ich, oder? Nee, ich greife die lieber nicht an. Poppy. So, so. Poppy die Woppy. Ja, geht nicht. Man kann nur eine Armee haben. Aber die ist auch heftig genug, ja, glaube ich. Bei mir ging es auch nicht. Dongi. So, Gold. Das schmelzen wir dann oben im Schmelz. Also in diesem Triple-Ding, was wir da haben. Warte, wir brauchen. Was hatte ich gesagt? Wie viel brauchen wir? 10 Blöcke, ne? Ja, ich glaube schon. Also 90. Es geht, es ist nicht so. Ich habe 21. Ich habe 8. Oh mein Gott. Das war jetzt ärgerlich, glaube ich. Ich habe mich so erschreckt. Oh nein, meine Spitzhacke ist weg. Scheiße, Lida. Ich wollte eigentlich blocken, habe aber dann aus Versehen meine Spitzhacke weggeworfen, dann ist der Creeper explodiert. Aber ich habe 31 Gold. Mehr wird es jetzt auch nicht mehr, weil ich habe kein Holz und kann nicht Support hier. Ich habe 43 Gold, das reicht aber nicht. Aber fast. So, also in den Schmelzofen kommt jetzt natürlich das Gold. In den Räucherofen kommt das Fleisch. Und hier kommt das Eisen hin. Wo ist denn die ganze Eisengolem-Arm hier? Das war noch ein Neuplatz. Die verschwindet der Zeit. Ja. True. So, wir mampfen erstmal hier. Dann machen wir uns direkt mal ein Schild, weil wir sind hier sehr anfällig. Boom. Nee, erstmal brauchen wir Holz jetzt. Oder wir machen, ja, safe Holz. Hier, das vermisst du doch nicht, Kollege, oder? Diamantspitzhacke werden wir safe brauchen. Diamantbootletten kann man auch immer gebrauchen. Dann machen wir uns ein Eisenschild. Boom. Hat sich mal schon ganz gut ausgerüstet. Passt. Das schmilzt hier vor sich hin. Hier machen wir dann, würde ich sagen, auch nochmal 8 Gold rein. Boom. Essen, haben wir noch mehr Essen zum Braten? Nope, das war's. Okay. Gut. Dann müssen wir. 55 Gold. 55. Reicht das? 55, 65, 75. Oh, Alter, habe ich einen Schreck bekommen. Reicht nicht. Wir brauchen noch 10 mehr oder so. Okay. Wir müssen jetzt hier einen Redstone. Das müssen wir powern. Das machen wir am besten mit einem Knopf ist unpraktisch. Wir machen. Ein Hebel. Kiebel geht auch nur mit. Geht auch so. Zack, okay. Bum, bum. So, und jetzt müssen wir hier ein Stack Redstone drauf droppen. Aha. Cool. Redstone Spade. Aktiviert. Hat's für dich jetzt auch gezählt? Nein. Elia, guck mal, ich bin schnell. Ich bin eine lahme Schnecke. Habe ich das jetzt für unendlich? Das wäre voll OP eigentlich. Also, guck mal, der ganze Nebel hier. Hab hier mal was vorbereitet. So, jetzt müsste ich jetzt hier einen Stack drauf droppe. Aber das ist. Aber Goldblock. Hast du doch gesagt. Ach! Sie klar und ermähnte. 10 Goldblöcke. So. Okay, normal. Versuch Nummer 2. Aha! Okay. Okay, das darfst du aktivieren. Mhm. Aber es könnte vielleicht doch. Mein Speed ist weg. Ja, das geht alles weg. Activate. Midas Touch. Oh Gott, das ist cool. Unendlich viel. Lauf mal ein bisschen rum, weil das wird irgendwann, es geht ja wieder weg mit der Zeit. Und wir genug Goldreserven haben. Man weiß ja nie, für was man das braucht. Für die Piglins zum Eintraden. So, Redstone. Jetzt müsste Lapis als nächstes kommen. 64 Lapis. Das müsste man. Ah, da ist Lapis. Passt mal auf, Leute, was ich hier jetzt machen werde. Oh. Adelina, ich hab mich full. Oh Gott, ich hab direkt gesabbert. Oh Gott, oh Gott. Ich hab mich full durchgefasst, Bridge. Ich bin einfach Dreams Vater. Ich hab hier eine Bottle of Enchant hier vorbereitet. Gib mir mal mit vor. Also, ja, gib mal. Ups. Ja, danke. Danke für die Annabelle. So, wie geht das jetzt? Ich muss es, glaube ich, so machen und so. Ah ja. Komm mal her jetzt. Das müsste, glaube ich, bei uns beiden funktionieren, vielleicht. Oh ja. Ich hab. Warte, wir sagen noch nicht. Wer hat mehr? Ich habe viele. Ich glaube, du hast mehr. Ja, ich habe safe mehr, weil du diesen Sound nicht hattest. Du hast unter 30. Nein. Echt nicht? Wie viel hast du? Genau 30. Ja, aber wie viel von 30? Ich habe nämlich auch 30. Ich habe 30. Mir fehlt ein so ein eins, Ding. 2, 3, 4. 4 und ein Viertel fehlt mir. Ach, kannst ja gar nichts wirklich. Ha. 60 Level. Wie viel habe ich gerade gesagt, brauchen wir?
5. Okay, gib mal alle deine, gib mal Bruchsteine, was du alles hast. Ich brauche irgendwie, ich brauche auch viele Blöcke, genau gesagt, ungefähr 50. Ja, reicht. Okay, wir haben Salz hergestellt gerade mit dieser Apparatur. Da muss man jetzt einfach drauf droppen, dann kommt der Salz. Jetzt baue ich mich auf Höhe. Wir machen jetzt den Diamant, die Diamantfähigkeit. Wir gehen jetzt auf Höhe 124 und müssen dort das Salz hier und 5 Diamantblöcke droppen. Und dann geht's aber noch. 130, Leute, hab die falsche Höhe gesagt. So. Boom. 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 Guckst du, Dina? Ich guck aber volles ein Ohr. Ein Stack und jetzt 5. Ups. Ein Stack Salz, 5 Blöcke. Oh mein Gott, es regnet Diamanten. Es regnet Diamantblöcke und Diamanterze. Richtig cool. Geil. Oh, der hat mich fast gehittet, ey. Oh, geile Meile, ey. Okay, wartet. Wir haben einen Wassereimer. Es ist Zeit für einen epischen Water MLG, Leute. Schaffst du. Das sieht halt wirklich saugeil aus, ne? Mhm. Easy. Leute, wir gehen jetzt in Feierabend. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Wenn ja, abonniert den Kanal auf jeden Fall, wenn ihr nichts verpassen wollt. Bis morgen, euer Benson. Ciao. Ciao.